Kommen wir zu dem Text, der am besten zu diesem Lied passt. Kolosser 1, die Verse 15 bis 23. Überschrift: Christus genügt. Nachdem Paulus seine persönlichen Gedanken uns weitergegeben hat, seine Begeisterung für die Gläubigen, seinen Dank, seine Fürbitte, das, was er sich für sie wünscht, dass sie geistlich reife Christen werden, stellt er uns Jesus vor. Und das klingt schon mal merkwürdig, dass ich Christen Christus vorstelle. Dass ich zu Christen hingehe und sage, ich muss dir mal was über Jesus sagen. Also ich bin sehr dankbar dafür, weil es gibt gar nicht so viele Stellen im Neuen Testament, wo man über Jesus so viel hört wie hier. Bin sehr dankbar, dass er es gemacht hat. Und trotzdem ist es ein komischer Gedanke. Müssen wir als Christen eigentlich immer wieder etwas über Jesus hören? Und die Antwort lautet, ja. Wir müssen uns mit der Person des Geliebten beschäftigen, wenn wir dafür sorgen wollen, dass die Beziehung lebendig bleibt. Das gilt zuerst einmal für jedes Ehepaar. Wenn wir aufhören, uns Gedanken zu machen über den Partner, dann geht was kaputt. Ist einfach so. Wenn ich mir nicht mehr Gedanken mache über meine Frau, wenn ich es zulasse, dass meine Frau selbstverständlich wird, wenn ich denke, naja, sie weiß doch, dass ich sie liebe, ich habe ihr immerhin vom Standesbeamten das versprochen, das muss doch reichen, dann wird etwas kaputt gehen. Und genauso ist das mit dem Christus. Wir müssen uns immer wieder mit ihm beschäftigen. Diese Begeisterung, dieses Feuer der Leidenschaft am Knistern halten. Und wir werden das nur schaffen, wenn wir das, was er ist, wenn wir seinen Charakter, seine Person, im Alten Testament wäre es sein Name, wenn wir das an uns heranlassen. Und das macht Paulus hier. Bevor er auf die eigentlichen Probleme eingeht, stellt er sicher, dass die Kolosser ein richtiges Bild von Christus haben. Denn wenn ich mich aufmache, wenn ich mir die Frage stelle, kann es sein, dass ich noch mehr brauche in meinem geistlichen Leben als Christus? Kann es sein, dass ich noch bestimmte Erfahrungen brauche, bestimmte Techniken brauche, ein bestimmtes Wissen brauche und was es so an Möglichkeiten gibt? Ich werde mich überhaupt nur aufmachen, mehr zu bekommen, wenn ich vorher glaube, dass das, was ich habe, nicht reicht. Und um ein letztes Mal die Analogie mit der Ehe zu bemühen. Wenn ich restlos leidenschaftlich verliebt bleibe in meine Frau, warum sollte ich mich aufmachen, nach einer anderen zu schauen? Wenn ich restlos leidenschaftlich verliebt bleibe in diesen Christus, warum sollte ich mich aufmachen, nach irgendeinem Ersatz, nach irgendeinem Plus, nach irgendeinem Mehr zu schauen? Und deswegen lasst uns anschauen, wie Paulus Jesus vorstellt. Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Niemand hat Gott jemals gesehen, heißt es in Johannes 1, Vers 18, der eingeborene Sohn, der hat ihn kundgemacht. Jesus ist, wie man zweidimensional mit Ölfarbe eine dreidimensionale Landschaft auf Leinwand abbilden kann. So ist Jesus die Abbildung, die vollkommene Abbildung Gottes in Fleisch, in dreidimensionalem biologischem Material. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und dieser Begriff Erstgeborener drückt Vorrangstellung aus. Es geht nicht darum, dass er Teil der Schöpfung wäre und in der Schöpfung irgendwie geboren. Lasst euch durch das Geboren nicht verwirren. Der Begriff Erstgeborener bedeutet zuerst einmal die Vorrangstellung. Deswegen kann es in Psalm 89, Vers 28 auch heißen, über David, vielleicht lese ich den Vers mal vor, denn den braucht man, wenn man über die Stelle mit den Zeugen Jehovas diskutiert. Psalm 89, Vers 28, da heißt es von Ethan, dem Esrachiter: So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen,
zum Höchsten unter den Königen der Erde. Hier kommt zum Ausdruck, dass der Erstgeborene einer ist, der eine Vorrangstellung hat und dass man zum Erstgeborenen gemacht werden kann, dass man nicht zwingend in etwas hineingeboren wird. Man muss nicht Teil der Gruppe sein, um der Höchste in der Gruppe zu sein. Und das ist bei Jesus genau der Fall. Er ist nicht Teil der Gruppe, Teil der Schöpfung, sondern, wie es in Vers 16 heißt, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Gewalten oder Herrschaften oder Mächte. In ihm, da sind wir wieder bei dem Wörtchen in, ja, das bedeutet auch durch ihn. Er ist die Sphäre, in dem alles geschaffen ist. Das ist viel mehr als nur zu sagen, er ist der Schöpfer, aber es ist mindestens genau das. Und weil er der Schöpfer ist, ist er nicht Teil der Schöpfung. Und deswegen ist der Erstgeborene nicht im Sinne von das erste Geschöpf innerhalb der Schöpfung, weil er steht von Anfang an draußen. Und Gott macht ihn zum Erstgeborenen, gibt ihm die allerhöchste Vorrangstellung. Er ist die Nummer eins in der geschaffenen Welt. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, schreibt Paulus. Vers 17. Und er ist vor allem. Ich glaube persönlich, dass es hier um eine zeitliche Vorrangstellung geht. Also nicht nur um eine räumliche oder um eine, eine zeitliche Vorrangstellung. Machen wir es so. Bevor irgendetwas anderes ist, war Jesus. Und nicht nur, dass er vorher da war, alles besteht durch ihn. Dass überhaupt noch etwas ist, liegt nur daran, dass Jesus alles das, was ist, in jedem Moment erhält. Das muss uns klar sein. Gott schafft aus dem Nichts. Und wir haben uns so daran gewöhnt, dass das, was ist, nicht einfach wieder ins Nichts zurückplumpst. Aber warum eigentlich nicht? Warum gibt es diesen Moment, in dem ich lebe? Wenn Gott aus dem Nichts schafft, wäre doch die Logik, dass wenn Gott aufhört zu erhalten, es einfach wieder nichts wird. Plopp. Das wird aber nicht nichts, sondern ich gehe irgendwie davon aus, dass ich diesen Vortrag zu Ende halte. Es ist so ein Selbstverständnis. Wir leben weiter. Warum? Der Grund dafür, der einzige biblische Grund ist, alles besteht durch ihn. Jesus sorgt dafür, dass das, was er geschaffen hat, Bestand hat. Ohne ihn würde alles einfach auseinanderbrechen. Es wäre einfach nicht mehr. Das ist die eine Seite. Jesus ist das Haupt, die absolute Nummer eins in der geschaffenen Welt. Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist nicht nur die Nummer eins in der Schöpfung, er ist auch die Nummer eins, das Haupt in der Gemeinde. Da steht er auch ganz oben. Und zwar, weil er der Anfang ist. Jesus ist der Gründer einer neuen Menschheit. Er ist Anfänger in dem Sinne, als dass er Mensch wird, ein vollkommenes Leben führt, am Kreuz für unsere Sünden bezahlt und uns jetzt einlädt. Möchtest du mein Leben teilen? Du hast jetzt die freie Wahl. Du kannst durch den Glauben aus deinem alten Leben herausspringen und ein neues Menschsein hineinspringen. Du kannst als einer, der unter der Flagge Adams gesegelt ist, quasi das Schiff wechseln und kannst sagen, ich möchte jetzt unter der Flagge des Christus segeln. Und ich möchte die Zukunft des Christus teilen. Ich möchte, wie er gestorben und auferstanden ist, zu ewigem Leben genau das Gleiche erleben. Möchtest du das? Paulus würde sagen, logisch. Ja, er ist der Anfang. Er ist der, der uns das überhaupt nur möglich gemacht hat. Der Erstgeborene aus den Toten. Ihr merkt, dass der gleiche Begriff Erstgeborene einmal mehr mit dem Schwerpunkt Vorrangstellung gebraucht wird. Hier kommt ein zeitlicher Aspekt mit dazu. Er ist nämlich erstgeboren in einem doppelten Sinn. Er ist die Nummer eins, aber er ist uns tatsächlich in einem gewissen Sinn auch vorangegangen. Er ist nämlich aus den Toten als Erster auferstanden, damit er in allem den Vorrang habe. Es soll gar keine Frage sein, wer ist denn die Nummer eins?
Brauchen wir nicht die Frage, weil es gibt nur einen, der das gemacht hat. Wir alle laufen hinterher. Wir sind alle, wie soll ich sagen, Spätberufene. Ja, kommt alles dahinter. Zuerst er. Und wir warten, bis dann von oben der Befehl kommt und dann ist es für uns soweit. Vers 19. Denn es gefiel der ganzen Fülle, gemeint ist der ganzen Fülle der Gottheit, sehen das in Kolosser 2, Vers 9. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. In dem Moment, wo Jesus geboren wird und wo Jesus vor uns steht, haben wir die ganze Fülle Gottes in einem Menschen. Irgendwie drin. Ein komischer Gedanke. Ich finde das nach wie vor faszinierend, mir vorzustellen, wie den Jüngern das gegeben ist. Du läufst da auf so einem staubigen Pfad irgendwo durch Judäa, ja, und neben dir läuft Jesus, ja, in so einem Schlappermantel da und dann, ja, ganz normal. Und du schaust ihn dir an. Gott. Das ist irre. Wie soll das gehen? Aber genau das ist es. Gott wird Mensch. Und macht sich erkennbar. Und wir neigen dazu, nur diese Hülle zu sehen. Und wir neigen dazu, vielleicht jetzt gerade an Weihnachten in dieses kleine Uchi-Buchi, Baby im Krippelein, ja, ja, so lockiges Haar und so, ihr wisst schon, ja, dieses, ja, wo ich mir denke, das hat überhaupt nichts mit Jesus zu tun. Aber das ist so die Gefahr. Wir sehen den menschlichen Aspekt von Jesus. Und weil wir das Menschliche sehen, weil wir dazu neigen, verschwindet das Göttliche so. Wir sind nicht mehr ergriffen, nicht mehr betroffen. Wir haben keine Angst mehr vor diesem Jesus. Wir wünschen uns so einen Streichel-Jesus. Ja, Christsein wie so Leben im Streichelzoo. Alle haben mich lieb, aber das stimmt nicht. Johannes, Offenbarung 1, begegnet dem Streichel-Jesus und fällt wie tot zu Boden. Und Jesus muss sagen, fürchte dich nicht. Und ich denke mir so manchmal, warum fürchtet er sich? Es war der Lieblingsjünger. Der war mit ihm unterwegs. Nee. Es gibt diesen Streichel-Jesus nicht. Jesus ist Gott im Fleisch. Jesus ist Gott. Gott ist zu fürchten. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Mit Jesus begegnen wir dem Richter der Welt. Es ist die Fülle der Gottheit, die sich in dieser Person oder dann in Jesus zeigt. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Das ist ein ganz schwieriger Vers, denn man kann an der Stelle schnell dazu neigen, in eine Richtung Allversöhnung abzudriften. Ja, okay, alles wird versöhnt, dann heißt es noch ein bisschen weiter unten, durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Also anscheinend alles im Himmel und auf der Erde wird mit Gott versöhnt am Kreuz. Das heißt nämlich, indem er Frieden gemacht hat. Durch das Blut seines Kreuzes. Heißt das, dass alle in den Himmel kommen? Weil er hat ja alle versöhnt, alles im Himmel und auf der Erde. Und wir würden instinktiv sagen, das kann irgendwie nicht sein. Ja, ich meine, keiner hätte grundsätzlich was gegen Allversöhnung, weil Allversöhnung eigentlich eine ganz nette Theologie ist. Sie ist falsch, aber sie ist trotzdem nett. Nett insofern, als, ja, es ist eine sehr entspannende Theologie. Das muss man ganz nüchtern sagen. Ja, es wäre super. Man würde es sich fast wünschen. Ich meine, es funktioniert nicht, weil Gott ein heiliger Gott ist und wir die Heiligkeit Gottes und noch ein paar andere Sachen verlieren dabei. Aber so grundsätzlich kommt es uns doch ein Stück entgegen. Und solche Verse werden gerne genommen, um zu zeigen, da siehst du doch, ja, er hat alles mit sich versöhnt. Alles im Himmel und auf der Erde. Die guten Engel, die guten Menschen, die bösen Menschen. Das Problem ist hier, dass der Begriff Versöhnung qualifiziert wird durch diese Parenthese, durch diesen Einschieb mit den Spiegelstrichen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Wir werden in Kapitel 2 sehen, was dieses Friedenmachen in Kolosser 2, Vers 15, wo es um dasselbe Ereignis geht, was dieses Friedenmachen bedeutet im Hinblick auf die dämonische Welt. Da steht, dass er die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt hat. Das ist der Aspekt der Versöhnung der himmlischen Welt. Und wir merken Versöhnung, wir lesen bei Versöhnung sofort, haha, du kommst in den Himmel, Quatsch. Es gibt einen allgemeineren Begriff der Versöhnung, der gleichzusetzen ist mit Frieden machen.
Und das Bild, was dahinter steht, ist das Bild einer einmarschierenden römischen Armee, die ein Land befriedet. Jetzt gibt's in dem Land zwei Sorten von Leuten. Es gibt die, die sich freuen darüber, dass die Römer kommen und endlich wieder Recht und Ordnung, ja? Das sind die Christen. Wir haben uns darüber gefreut, über die Versöhnung, die am Kreuz passiert ist. Und dann gibt es die Rebellen, die sich ärgern darüber, die eigentlich diesen König nicht haben wollen, die sich widerwillig unterwerfen. Zähnknirschen, wollen wir nicht. Das sind die Dämonen. Denn die wissen schon, dass sie verloren haben. Die anderen wissen das noch nicht. Das lesen wir dann in Philipper 2, dass sich jedes Knie beugen wird. Das kommt noch. Aber die dämonische Welt weiß schon, dass sie entwaffnet ist. Dass am Kreuz ein Sieg passiert ist. Eine Versöhnung wider Willen passiert ist. Dass Gott Frieden gemacht hat in dem Sinne, dass er seinen Christus genommen hat, ans Kreuz geheftet hat und der unsichtbaren Welt gezeigt hat, wer ist die Nummer eins? Wer ist King of Kings? Wer steht oben? In diesem Sinn wird der Begriff Versöhnung hier verwendet. Für uns bedeutet Versöhnung zum Glück nicht nur, dass gegen unseren Willen Frieden gemacht wurde, ja, dass wir quasi gegen unseren Willen besiegt worden sind, sondern für uns heißt es Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken. Also wir waren Fremde, wir waren Feinde Gottes, muss einem immer klar sein, jemand, der nicht mit Gott lebt, ist ein Feind Gottes. Und zwar zeigt sich das in seiner Gesinnung, in seinem Denken. Und dieses Denken findet einen Ausdruck wieder in seinen bösen Werken. Die Bibel macht das ganz klar, du bist das, was du lebst, nicht das, was du denkst zu sein. Das gilt auch für Christen. Du bist das, was du lebst. Wenn du ein Baum bist, der schlechte Frucht bringt, dann bist du ein schlechter Baum. Stell dich bitte nie hin und sag, ja, in meinem Leben, da gibt's, das läuft alles nicht so, aber prinzipiell bin ich voll auf der richtigen Seite. Vergiss es. Du bist das, was du lebst. Und nur das. Das, was du denkst, sieht man in deinen Werken. Ich schaue mir deine Werke an und ich weiß, wie du denkst. Es wird nie umgekehrt sein. Es kann sein, dass du etwas anderes möchtest. Irgendwie so, ja, so grundsätzlich möchte ich schon so. Aber wenn du es nicht lebst, bist du es nicht. Und deswegen spielen die Werke so eine eminente Rolle. Wir sind das, was wir leben. Und obwohl unser ganzes Leben die Idee Rettung durchstreicht, obwohl du ein Lügner warst, ein Dieb warst, obwohl deine Gedanken bitteschön niemand wissen soll und. Vers 22, hat er aber nun versöhnt. Ach, fantastisch, ich mag griechische Sprache, will euch nicht zu viel quälen, aber an der Stelle noch einmal der Hinweis, das, was hier steht, die Zeitform bedeutet ein für alle Mal abgeschlossenes hat. Ich bin versöhnt, Amen, abgeschlossen, Punkt. Hat er aber nun versöhnt, und zwar in dem Leib seines Fleisches, in seinem fleischlichen Leib, müsste man vielleicht einfacher übersetzen, durch den Tod. Und Gott hat eine Vision für dein Leben. Wusstest du das? Gott denkt sich, ich mache das nicht einfach so, weil ich so nett bin. Das mache ich auch, weil ich bin auch nett. Aber ich habe eine Vision für dein Leben. Ich möchte, dass du deine Berufung lebst. Was ist die Berufung eines Menschen? Vorhin sagte ich, Gott erkennen. Warum Gott erkennen? Wozu hat Gott dich gemacht? Was denkst du? Wenn du mit einem Begriff versuchen wolltest oder mit einem Satz sagen wolltest, wozu hat Gott dich gemacht? Was wäre deine Antwort? Komm, eine Antwort. Zu seiner Ehre. Ihn zu verherrlichen. Zu leben. Und er kriegt das zurück, was er als Schöpfer und als Retter und als der deine Gebete hört, der dich errettet, der dich begnadigt hat, der einfach alles für dich getan hat, der dich geschaffen hat, verdient. Ganz genau. Wir sind zu seiner Ehre gemacht. Und das steht hier, nur mit anderen Worten. Um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Gott möchte dir begegnen. Und er möchte in dein Leben hineinschauen und sagen, wow, was für ein Leben. Gefällt mir. Und vielleicht kannst du das nicht glauben, weil du am Anfang des Glaubens stehst und sagst, Mann, hier ist noch so viel aufzuräumen. Ja, dann räum 20 Jahre auf. Und freu dich drauf, Gott zu begegnen. Aber lass dir dieses Ziel nicht nehmen. Und du wirst das schaffen. Sofern ihr im Glauben gegründet
und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Das ist unser Job. Wir müssen da dranbleiben. Wir dürfen nicht sagen, naja, wir haben jetzt mal angefangen, ja, und dann rutschen wir so wieder weg. Wir können das Ziel erreichen. Wir können vor Gott stehen und wir können Gott begegnen. Und Gott kann dir sagen, ich freue mich so auf diesen Moment. Ich freue mich auf den Moment, wenn Jesus mir gegenübersteht. Kannst du dir das vorstellen? Stell dir das vor, einen kurzen Moment. Du stehst Jesus das erste Mal von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Du weißt, alles, was du geglaubt hast, es ist wirklich wahr. Das muss irre. Das an sich schon. Ja, stell dir vor, ja, Auferstehung ist ja schon klasse. Ja, in dem Moment, ich meine, ich habe Höhenangst. Ich hoffe, dass das mit der Umwandlung des Leibes vorher passiert und nicht nachher. Aber mal sehen. Aber ja, das ist so eine persönliche Angst von mir, weil sonst wird der Flug nach oben doch ein bisschen komplizierter. So, in dem Moment, wo Auferstehung passiert, in dem Moment weißt du, alles ist wahr, alles. Die ganzen Predigten, die du gehört hast, sind wahr. Du weißt, in dem Moment solltest du dein Leben für dich gelebt haben auch, es war alles blöd. Okay, jetzt gehst du nach oben und du begegnest Jesus. Und du weißt, ich muss in dieses irgendwie geartete Gericht, ja, dieses Preisgericht oder wie auch immer das nennen mag. Wir schauen uns nochmal an, was halt da so war. Und Jesus begegnet mir. Was soll Jesus dir sagen, wenn du ihm begegnest? Was möchtest du? Was möchtest du? Wisst ihr, was ich mir persönlich wünsche? Ich wünsche mir, dass Jesus begegne, dass ich mir die Wundmale anschaue, die ihn und sein Leben kennzeichnen. Und dass er zu mir sagen kann, du guter und treuer Knecht. Mehr möchte ich nicht. Stell dir das vor. Du kannst auf ein Leben zurückblicken, wo der König der Könige drüber schreibt, guter und treuer Knecht. Mann, ich kenne die Dreckecken meines Lebens, okay? Mann, ich schäme mich für bestimmte Sachen, wo ich weiß, die kriege ich aus meiner Biografie nicht mehr raus. Und ich ärgere mich über Sünde, die ich noch als Christ getan habe, wo ich denke, Mann, musste das sein? Ja. Aber ich will mir diese Hoffnung nicht nehmen lassen, dass die Berufung weiterhin gilt. Und ich möchte dafür sorgen, dass ich im Glauben gegründet bleibe. Und ich hatte euch vorhin gesagt, Glaube hat diese drei Aspekte. Akt, Inhalt, Leben. Und die Gründung im Glauben hat sehr viel damit zu tun, ich möchte begreifen, woran ich glaube. Und ich möchte gemäß dieses Wissens auch mein Leben führen. Ich möchte festbleiben. Ich möchte darin verharren. Und ich möchte mich von der Hoffnung des Evangeliums, von der Hoffnung, die im Evangelium enthalten ist, einfach nicht abbringen lassen. Und ich wünsche euch dasselbe. Paulus kann das sagen. Denn Kolosser 1, 24 bis Kapitel 2, Vers 5 geht es um das Zentrum seines apostolischen Dienstes. Er hat dieses große Bild von Jesus. Für ihn ist er die Nummer eins in der Schöpfung, die Nummer eins in der Gemeinde und die Nummer eins in seinem persönlichen Leben. Das, der Fokus seiner Existenz. Die Antwort auf die Frage, wozu bin ich bitteschön hier? Was will ich, wenn ich abtrete, erreicht haben? Wofür will ich bekannt sein? Seine Antwort lautet Christus. Und er kann das in Vers 24 so ausdrücken. Jetzt freue ich mich in den Leiden. Er sitzt ja gerade im Gefängnis. Aber es sind in den Leiden für euch. Und ich ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Wir haben im Neuen Testament bei der Frage nach dem, was sind die Drangsale des Christus, wir haben da immer so ein bisschen Interpretationsspielraum. Ich will das mal so erklären. Das Neue Testament kennt einen Übergang vom Jetzt, von diesem Zeitalter zu einem kommenden Zeitalter, zu einem Später. Und dieser Übergang, ich habe heute und ich habe das Zeitalter des Messias. Dieser Übergang wird geprägt davon, dass der Messias selber wiederkommt. Und bevor der Messias wiederkommt, kommen die Drangsale des Christus, die Wehen des Messias. Es ist die Summe der Schwierigkeiten und Versuchungen und Probleme, die die Gemeinde zu erleiden hat. Und diese Summe ist nicht beliebig groß, sondern sie ist begrenzt.
Gott weiß, was er uns zumuten kann. Und Paulus sagt, ich freue mich über die Schwierigkeiten in meinem Leben. Und ich ergänze, was noch aussteht. Ich weiß, dass die Drangsale des Christus, dass die Leiden, die kommen müssen, bevor der Christus kommt. Ich weiß, dass da für seinen Leib, für die Gemeinde, dass da etwas ist, eine bestimmte Menge an Schwierigkeiten, die kommen wird. Und ich freue mich darüber, wenn ich einen Teil davon tragen kann. Weil das, was ich tragen muss, das müsst ihr nicht tragen. Ich weiß nicht, ob du je so auf deine Leiden geschaut hast. Ob, wenn du durch Schwierigkeiten gehst, du jemals gedacht hast, Mann, bin ich froh. Wenn ich es tragen muss, muss es ein anderer nicht tragen. Ich finde es einen ganz merkwürdigen Gedanken, den wir auch nur hier im Neuen Testament so klar formuliert finden. Aber es ist etwas, was mir persönlich Mut macht, wenn ich selber Schwierigkeiten habe. Und wo Paulus bei der Gemeinde ist und bei seiner Bereitschaft für Gemeindedienst zu leiden, du suchst eine Anwendung? Du merkst, die sind Anwendungen pur. Bist du bereit, für Gemeinde zu leiden? Bist du bereit, etwas zu tun, worauf du eigentlich keine Lust hast für Gemeinde? Paulus ist an deiner Stelle, an deiner Seite. Er sagt über Gemeinde in Vers 25, ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes. Paulus ist ein Diener der Gemeinde und die Verwaltung Gottes oder das Verwaltungsamt, man könnte auch sagen gemäß seines Apostelamtes. Und diese Verwaltung ist ihm gegeben worden, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Und man vollendet das Wort Gottes dadurch, dass man es überall verkündigt. Das ist sein Job. Und jetzt geht er einen Schritt weiter. Das Wort Gottes, es, und zwar der Aspekt, der durch den Apostel Paulus verkündigt wird. Es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Also ein Geheimnis ist etwas, was man mal nicht wusste und jetzt weiß man es. Man weiß nur, dass es ein Geheimnis ist, weil man es weiß. Wenn man es nicht wüsste, wüsste man nicht, dass es ein Geheimnis ist, weil man wüsste nicht, dass es da was ist. Aber jetzt ist da was. Paulus hat gesagt, ich habe da was, ja, da ist etwas offenbart worden, also wusste ich, dass es vorher ein Geheimnis war. Und dieses Geheimnis gibt er jetzt weiter. Ja, worin besteht dieses Geheimnis? Besteht das Geheimnis darin, dass irgendwann mal Heiden zum Glauben kommen werden? Was denkt ihr? Also, Runde an euch. Ist das Geheimnis, von dem Paulus spricht, dass mal Heiden zum Glauben kommen werden? Vorsicht, ich will immer Bibelstellen hören. Warum nicht? Ach, super. Jesaja. 12 weiß ich nicht, aber es gibt so einige Jesaja-Stellen, die wovon sprechen? Super. Ich hoffe, ihr wusstet das alle. Wäre schön. Ja? Jesaja spricht davon, dass die Heiden zum Glauben kommen werden. Dass mein Licht seilt bis an das Ende der Erde. Ach, das ist die Verheißung für den Messias. Ich habe eine andere Stelle auswendig gelernt, aber kann auch Jesaja 12 sein. So. Worin besteht also jetzt das Geheimnis? Vers 27. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit, wir drehen das wieder um, der herrliche Reichtum, dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Ja, worin besteht jetzt bitte schön das Geheimnis? Nicht darin, dass Heiden zum Glauben kommen, sondern in der Art und Weise, wie Heiden zum Glauben kommen. Das Geheimnis besteht in diesem kleinen Christus in euch, die Hoffnung, und jetzt markiert euch das, Hoffnung der Herrlichkeit, schreibt besser hin, Hoffnung auf die Herrlichkeit. Ich werde euch nicht mit Grammatik lähmen, aber an der Stelle wird es klarer, wenn man schreibt, auf die Herrlichkeit. Das Geheimnis, das offenbart wird, besteht worin? Darin, dass ein und derselbe Messias in Juden wie Heiden Einzug nimmt und beide zu einem neuen Leib vereinigt. Wenn du einen Israeliten gefragt hättest, wie werden die Heiden gläubig, dann hätte er gesagt, naja, Jesaja sagt, der Messias ist auch für die Heiden da. Was war die Idee dahinter? Wie kann man denn so als Heide gläubig werden? Na, ganz einfach, du wirst Jude. Ja, man nennt das Proselyt. Ein Proselyt ist einer, der zum Judentum sich bekehrt. Das ist für Männer ein bisschen schmerzhafter als für Frauen.
Aber es ist möglich. Ihr lest die Apostelgeschichte und stellt fest, das ist tatsächlich eine Frage. Da habe ich in Antiochien plötzlich Griechen. Und die fangen an Jesus zu glauben. Was machen wir mit denen? Können die jetzt einfach da in Gottesdienst gehen? Oder müsste man denen nicht vielleicht erstmal sagen, lern mal 100 Bibelverse Altes Testament auswendig und so die ganzen Gebote. Ja, und dann lern mal hier mit den Festen, wie das ist. Und Sabbat arbeiten, es geht sowieso nicht. Ja, also was passiert da? Das wäre die alttestamentliche Idee. Wir führen das Volk Israel einfach weiter und wir ziehen die alle so rein. So. Und jetzt kommt der neue Bund. Und Kernidee des neuen Bundes ist, dass das neue Volk, was entsteht, nicht mehr in den ethnischen Grenzen von Israel besteht, sondern plötzlich ist die Eingangsvoraussetzung für alle gleich. Und heißt wie? Glaube. Ja, plötzlich geht es um Glauben. Du machst einen Glaubensschritt und bist plötzlich Teil von dieser Family. So, Familie Gottes, Reich Gottes, Kirche, Gemeinde, wie auch immer ihr es nennen wollt. Schon komisch. Und die Juden stehen draußen und stellen sich die Frage, was müssen wir denn machen, um da reinzukommen? Und die Antwort? Glaube. Ja, also der Zwischenwand der Umzäunung wird abgerissen. Das, was Juden und Heiden getrennt hat, ist plötzlich weg. Es wird ganz praktisch, ja. So Dinge wie Sabbat werden wir nachher lesen. Plom, weg, ja. Darf kein Hasen mehr essen und darf kein Schwein mehr essen. Plom, plom, ja. Keine Rolle mehr. Plötzlich geht es nur noch um dieses Schusselige. Wie sieht's in deinem Herzen aus? Bist du wirklich gläubig? Wen hätte das vorher interessiert? Ja, ich hatte jüdische Eltern, alles war gut. Und jetzt plötzlich immer diese Betonung auf Echtheit und Wahrheit und neues Leben und persönliche Beziehungen. Ja, ja, das ist dieser neue Anfang. Christus in euch. Wörtchen in drückt Beziehung aus. Ihr erinnert euch, ja? Wie der Fisch im Aquarium. Wir leben im Christus, durch den Christus, als Christen. Das heißt, wir leben in einer wirklichen Beziehung. Es ist nicht dieses Orthodoxe. Wir haben das richtige Bekenntnis. Wir gehen in eine bibeltreue Gemeinde. Das kannst ja alles knicken. Ich wünsche es dir, aber du kannst es trotzdem knicken. Weil es geht nicht darum, in was für eine Gemeinde du gehst. Es geht um die Frage, ob du in Christus bist. Ob du eine lebendige, echte, wahre Beziehung zu Christus hast. Und wenn du die nicht hast, dann fang heute damit an. Wenn du nicht sicher bist, ob du dieses Geheimnis auslebst, ob du wirklich eine Beziehung hast zu ihm. Wenn du eigentlich merkst, mein Leben besteht nur aus so einer frommen Show. Ich weiß, was man wann zu sagen hat, ich weiß, was man wann zu tun hat, aber im Hintergrund läuft ein ganz anderes Programm ab. Der eigentliche Jürgen. Ja, es gibt den Show-Jürgen, den man am Sonntag sieht, und wenn ich halt mit anderen Christen sammle, dann gibt es den eigentlichen Jürgen. Ich bin seit 3 Wochen auf Facebook. Nee, 2. Kommt mir schon viel länger vor. Und ich bin erschrocken, von manchen Geschwistern ihr eigentliches Ich zu sehen. Ich sehe es in ihren Postings. Das wollten die mir nie zeigen, ist keine Frage, aber ich sehe es. Denn das, womit du dich beschäftigst, wenn du freie Zeit hast, das, worum sich deine Gedanken drehen, das bist du. Oder um es mit John Owen zu sagen, das, was du tust, wenn du mit Gott alleine bist, das bist du wirklich und sonst bist du gar nichts. Das, was du tust, wenn du mit Gott alleine bist, dass du hier jetzt fromm bist und artig nach vorne schaust, vielleicht auch ein paar Notizen machst, dir auch vornimmst, vielleicht einen Bibelvers auswendig zu lernen. Das ist okay. Das musst du auch. Jetzt stell dir mal vor, ja, das wäre anders. Würdest hier einschlafen, ja, oder würdest mich, was weiß ich, mit Orangensaft bespritzen oder so. Ja, da würden alle sagen, das macht man nicht. Stimmt. Aber es ist nicht dein eigentliches geistliches Leben. Ob du in Christus bist, ob du das Geheimnis Gottes lebst, das werden wir heute Abend sehen, wenn keiner mehr zuschaut. Oder morgen früh, wenn du aufwachst und vor der grausamen Entscheidung stehst, ob du aufstehst und dich im Gebet auf den Gottesdienst vorbereitest oder ob du dem Drängen deines Fleisches nachgibst, dich nochmal umzudrehen. Sorry, ich kenne den Kampf, er ist jeden Sonntag neu und wird bis zum Rest deines Lebens nicht weggehen, glaub mir. Wenn du darauf wartest, bis dein Fleisch schreit, mach Bibelstudium, geh endlich beten, hip, hip, hurra, lass uns ein paar Lieder singen. Das wird nie passieren.
Also vielleicht einmal, ja, dann kannst du das im Kalender markieren, ja, und dann ist gut. Aber so funktioniert nicht geistliches Leben. Geistliches Leben ist eine Auseinandersetzung mit mir selber. Die Frage ist, Christus in euch, habe ich diese lebendige Beziehung? Die Hoffnung auf die Herrlichkeit, nur wenn diese Beziehung da ist, haben wir diese Hoffnung als Grundlage für Glauben und Lieben. Ohne diese Beziehung kannst du das knicken. Vers 28, ihn verkündigen wir. Ja, wir sind ja mitten in diesem paulinischen, in der paulinischen Beschreibung seines Dienstes. Ihn verkündigen wir. Und er sagt, wir tun das, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist zu viel Theologie für einen Vortrag. Paulus sagt, das Größte, was einem Menschen passieren kann, der ultimative Hauptgewinn im Leben eines Menschen besteht darin, dass er in diese lebendige Beziehung mit Christus eintritt. Und damit das passiert, ermahnen und lehren wir jeden Menschen. Was uns vor die Flinte kommt, wird verbal abgeschossen. Wir sagen es aber auch noch jedem. Warum? Weil wir können etwas sehen, was andere nicht sehen können. Wir können davon träumen, jeden vollkommen in Christus darzustellen. Und dieses Wort darzustellen, an anderer Stelle in Kolosser 1 mit hinstellen übersetzt, da geht es um die Frage, wie steht jemand vor Gott? Und wir wissen schon, Gottes Idee ist, dass jemand heilig und tadellos vor ihm steht. Jetzt stell dir vor, du würdest durch Lichtenau-Ulm gehen. Okay? So. Heute Morgen war ich spazieren. Da habe ich eine Frau getroffen mit einem Dackel. Kleiner, bisschen krummbeinig, Dackel. So. Jetzt stell dir vor, du siehst diese Frau an. Ich kenne ihr Leben nicht. Und jetzt fange ich an zu träumen. Ich fange an zu träumen, was wäre, wenn diese Frau Christus kennenlernen würde, wenn ihr ganzes Leben, was sie bisher gelebt hat, was sie Stück für Stück immer tiefer in die Macht der Finsternis und die Verzweiflung und die Verlorenheit hineintreibt, weil das ist die Realität, egal wie es ihr geht. Wenn sich das mit einem Plopp umdrehen könnte, wenn da jemand von Neuem anfangen würde, mit Jesus zu leben, ganz neu, wenn die Kräfte des Himmels, das Reich des Lichtes in diesem Leben anfangen könnte zu wirken, wenn Altes abfallen könnte, schlechte Gewohnheiten zurück, zerrissene Beziehungen geheilt werden könnte, wenn jemand, der nie seine Hände ernsthaft gefaltet hat, um Gott anzubeten, dem Gott des Himmels vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt mit einem Mal Anbetung brächte. Stellt euch das vor, ja, dass jemand sich entfaltet zu dem Menschen, zu dem Gott ihn immer gemacht hat. Wenn das, was an Herrlichkeit Gottes in ihm streckt, mit einem Mal rauskommt und nicht von der Sünde immer mehr und mehr zerdrückt und zerquetscht und kaputt gemacht wird, bis am Ende nur noch ein Schemen, eine Karikatur des Menschen übrig bleibt, den Gott sich gedacht hat. Stell dir das vor, wenn jemand vollkommen, und das Wort vollkommen heißt auch so viel wie reif, vor Gott stehen könnte. Wenn du diese Vision hättest, wenn du glauben könntest, dass das Evangelium diese transformierende Kraft ist, die aus jedem noch so zerschroteten Sünder einen hell leuchtenden Stern, ein echtes Kind Gottes macht. Stell dir das vor. Das ist das, wo Paulus sagt, das ist unsere Motivation. Deswegen verkündigen ihr, Vers 29, wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe. Und ihr merkt schon, diese Begriffe bringen Strapazen, Arbeit, körperliche Müdigkeit zum Ausdruck. Und Paulus muss nochmal sagen, ich tue das nicht aus eigener Kraft. Das ist nicht der große Apostel, der Elite-Student, der sowieso immer alles richtig macht und alles kann. Nee. Wozu ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Ich bin das nicht. Ich habe diesen Traum. Ich kann nicht anders als durch die Welt gehen und die Leute mir anschauen, mir vorstellen, was wäre, wenn das ganze Potenzial in diesem kaputten Leben sich entfalten würde. Was wäre, wenn? Wisst ihr, ich habe das
russische Pärchen, was sich nachts um zwei bei mir unten auf der Kreuzung streitet. So laut, dass bei geschlossenem Fenster ich aufwache. Und sie brüllen sich an. Und ich denke mir, wenn man diese Stimme für Evangelisation einsetzen könnte. Ja, ehrlich. Das ist irre. Ja? Gibt so russische Stimmen, die brauchen keinen Verstärker. Den kannst du irgendwo hinstellen. Du hast ihn 2 Kilometer weit noch. Super. Was da an Potenzial durch die Welt läuft. Und Paulus sieht das und sagt, ich wünschte mir, dass die Herrlichkeit Gottes, die wir mit unserem Leben ohne ihn verpassen, dass das, was Gott in uns an Gottes Ebenbildlichkeit, an Talenten, an Begabungen, an Kreativität, an physischer Kraft, an Vorstellungskraft hineingelegt hat. Ich wünschte mir, dass das richtig rauskommen könnte, in den richtigen Bahnen fließen könnte und dass die Sünde, die das alles kaputt macht und immer wieder für sich nutzt, dass die nicht mehr rankommt. Bah, vollkommen in Christus. Kapitel 2, Vers 1, den ich will. Dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Sollen das mal wissen. Es ist für Paulus nicht so eine kleine Sache. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe, zu allem Reichtum an Gewissheit, des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Paulus sagt, ich arbeite, ich ringe und ich wünsche mir, dass ihr getröstet werdet und dass, wenn ihr getröstet seid, dass ihr vereinigt seid. Und das soll in Liebe geschehen. Das, was euch zusammenhält als Gemeinde, soll Liebe sein. Aber nicht nur Liebe allein, sondern Reichtum an Gewissheit des Verständnisses. Gewissheit. Du musst was verstanden haben. Du musst für etwas stehen. Das soll euch verbinden. Und dann zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus. Vers 3, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Du möchtest für dein Leben Weisheit finden. Ich hoffe. Ich hoffe, dass keiner hier sitzt, der sagt, Weisheit interessiert mich keine Bohne. Ich habe meine Playstation, bei mir ist alles gut. Also ich gehe mal davon aus, wir suchen alle Weisheit. Wo finden wir Weisheit? Und jetzt nähern wir uns langsam dem Problem der Kolosser. Ja? Sie wollen mehr. Christus allein reicht nicht. Wir brauchen Christus plus. Ein bisschen Esoterik hier, in bestimmten Gottesdienstform da. Darf ich euch ein bisschen ärgern? Ein bestimmtes Liedgut dort. Ja? Wir brauchen immer noch was Besonderes obendrauf, damit wir richtig heilig sind. Und er fängt schon mal an, so ein bisschen zu sagen, nee, wenn ihr das glaubt, was ich euch die ganze Zeit gesagt habe, dass Christus die Nummer 1 im Universum ist, die Nummer 1 der Gemeinde ist, die Nummer 1 in meinem Leben ist und die Nummer 1 in meiner Verkündigung ist, dann sind alle Schätze, die es an Weisheit und Erkenntnis gibt, in ihm verborgen. Verborgen im Sinne von aufgehoben, nicht versteckt, so aufgehoben, dass man sie bergen kann. Du möchtest ein Leben führen, das am Ende gelingt? Wo du nicht mit 60 zurückschaust und sagst, naja, schade irgendwie, hätte ich mir anders gewünscht. Und ich rede jetzt nicht zu denen, die spät zum Glauben gekommen sind, okay? So die ersten 20 Jahre meines Lebens waren auch ein bisschen merkwürdig. Und bei anderen sind es 30 oder 40 oder 50 Jahre, bis sie überhaupt zum Glauben kommen. Ich rede über den Zeitraum, den wir als Christen leben, für den wir wirklich verantwortlich sind, wo man uns das Evangelium in die Hand gibt. Kannst du glauben, dass alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus verborgen sind? Dass er dir durch den Umgang mit ihm, und dazu gehören Dinge, wir hatten das kurz in der Pause, ja, also dieses Leben im Glauben, wo ich mich mit meinen Begabungen einbringe, wo irgendwo Disziplin da ist, wo Ausharren da ist, wo Frömmigkeit da ist, wo Geschwisterliebe da ist, wo Liebe da ist. Diese Dinge, die sich normal entfalten, da wo ich mit Jesus lebe. Wo ich mit ihm rede und bete, wo ich auf ihn höre und sein Wort lese, wo ich mich danach ausstrecke zu erfahren, was er für mich hat. Wo ich wirklich verstehen will, wie Gott ist. Kannst du glauben, dass aus dieser Beziehung heraus alles an Weisheit und Erkenntnis fließt, was du brauchst? Paulus sagt, tu es, denn es ist die Wahrheit. Und er sagt dies, Vers 4, dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte.
Also wann immer jemand kommt und sagt, du brauchst Jesus, das ist schon richtig, aber das alleine reicht nicht. Du brauchst, was weiß ich, die richtige Bibelübersetzung. Du brauchst eine bestimmte Form von Gemeinde. Du brauchst eine bestimmte Form von Geistesgabe. Du brauchst eine bestimmte Form von Erfahrung, die irgendwie noch ins Leben mit dazukommen muss. Egal, was da jetzt kommt. Und von Jahrhundert zu Jahrhundert ändern sich da so ein bisschen die Vorzeichen. Aber es bleibt immer das gleiche Spielchen. Es ist immer so, Jesus alleine reicht nicht. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Die Realität ist, dass Menschen kommen werden, die werden sagen, Jesus alleine reicht nicht. Du mit deinem komischen Nur-Jesus-Glauben. Das kann doch nicht alles sein. Und ich kann euch sagen, aus persönlicher Erfahrung, es reicht. Es ist wirklich das, worauf es ankommt. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte, denn wenn ich auch dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch, freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. An der Stelle nochmal, es ist noch Ordnung und Festigkeit da. Die Gemeinde geht nicht gerade den Bach runter. Der Kolosserbrief ist so eine Art, wie nennt man das im Fußball, wenn man im gegnerischen Strafraum schon angreift? Und den Ball ganz früh holt? Dankeschön. Ja, es ist dieses, bevor der andere kommt, bin ich schon gegen ihn. Das ist das, was Paulus hier macht. Ich sehe ein Problem am Horizont. Ich weiß, die werden kommen. Und bevor das kommt, gehe ich schon dagegen und nehme dem am besten schon den Ball ab. Das passiert hier. Das ist der Kolosserbrief. Pressing. Okay.